willkommen zu Fäusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag, jede Woche direkt aus dem Bundeshaus heute. Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr. Schön, sind ihr wieder dabei. Schön ist auch der Matthias Ebischer wieder dabei, SP-Nationalrat Bern. Willkommen. Und wir reden mit dir über das Wahljahr. Wir reden mit dir über die SP, über die Lage, die du ein bisschen siehst. Und dann reden wir über das Thema, das ein bisschen über Weihnachten, Neujahr auch ein bisschen durch die Medien gegangen ist, über Einbürgerung, über Bedingungen zur Einbürgerung, über Integration. Schön, bist du da. Merci vielmals. Ja, merci für die Einladung. Jetzt eben, Wahljahr in 10 Monaten und 2-3 Wochen ist es alle 4 Jahre ein wichtiger Termin. Auch für dich persönlich, aber für deine Partei. Wie siehst du die Situation? Wo steht die SP? Wie kommt die SP wieder in Schwung? Das letzte Mal kein gutes Ergebnis und meine, die Umfragen sind nicht wahnsinnig gut. Wie siehst du es? Doch, die Umfragen sind wieder besser. Also, es ist ja so, es schwankt extrem, oder? Also, vor 1,5 Jahren hat es geheissen, die FDP verliert 2% und somit sei der Bundesrat weg. Alle sind nervös geworden und wir sind ungefähr bei 0 geblieben im Vergleich zu vor 3 Jahren, vor 4 Jahren. Und im letzten Sommer hat es plötzlich geheissen, die SP sei bei -2% und die FDP sei drüber flügert, +2%. Und mittlerweile hat sich das wieder so ein bisschen eingependelt. Also ich lasse mich jetzt noch nicht wahnsinnig nervös machen. Mhm. Ich würde sagen, im Moment, die SP ist so aufgestellt, dass wir im Herbst sogar leicht können zulegen können, so was die Situation ist. Aber wie wir wissen, wie du auch weißt, die letzten 3 Wahlen sind erst im Frühling oder Sommer entschieden worden. Mit den Themen? Mit den Themen, die passiert. Fukushima haben wir gehabt, Flüchtlingswelle und nachher Klimastreiks, Frauendebatte. Mhm. Wie siehst du es, es ist jetzt ein bisschen augurenmässig, aber welche Themen hast du das Gefühl, kommen diesen Sommer? Also ich muss jetzt sagen, weil ich eben 20 Jahre Journalist war und seit 10 Jahren in Politik, ich bin schon vor 12 Jahren gefragt worden von jemandem, welches Thema wird, dann habe ich gerade müssen gerade rauslachen als Journalist. Ja. Und du bist ja einer, also weiss man, es wird entscheidend sein, was jetzt der Frühling oder der Sommer europapolitisch, globalpolitisch wird passieren. Und im Moment sehe ich noch kein riesen Thema, das alles wird dominieren. Und darum muss jede Partei ein bisschen schauen, dass sie im Gespräch bleibt mit ihren Themen. Mhm. Jetzt ist aber so, ich meine, das war ein historisch schlechtes Ergebnis gewesen vor 4 Jahren für die SP. Ihr müsst eigentlich deutlich gewinnen. Ihr müsst aus dieser Talsohle wieder raus, wenn ihr nicht Gefahr laufen wollt, dass die Grünen irgendwie zu euch aufrücken. Das ist klar, das ist ein Thema, oder? Die Grünen und wir sind die Linke, der linke Pol sozusagen. Wir stimmen auch fast immer gleich da im Parlament. Genau, die Sonntagszeitung hat das geschrieben. Genau, das ist so. Also das beobachte ich auch. Wir sind so wenig, bei wenig Abstimmungen tun wir nicht gleich stimmen. Es erstaunt mich eigentlich, dass wir nur 95% deckungsgleich sind. Und darum muss man natürlich, wenn man jetzt die Wahl analysiert von den letzten 3 oder 4 Jahren, muss man schauen, wie viel hat die linke Seite verloren. Und die linke Seite hat natürlich nicht viel verloren. Mhm. Aber Klimastreiks haben natürlich die Grünen, auch die Grünen-Liberalen, aufgespielt. Die haben sehr können profitieren. Mhm. Sie werden wahrscheinlich wieder probieren, das Thema zu spielen. Da bin ich mir fast sicher. Und ihr habt ja probiert, da ein bisschen mitzumachen mit der Klimafonds-Initiative. Aber funktioniert das? Das ist eben ein bisschen gemein, oder? Also, da darf ich jetzt wirklich als SPler, als Ur-SPler, ich komme aus einer SP-Familie, darf ich sagen, also, meine Eltern haben so, schon Klimapolitik gemacht, was die Grünen noch nicht gegeben haben. Und das ist natürlich hart, als SP-King oder als SP-Politiker jetzt sehen, wie die Grünen, auch die Grünen-Liberalen, einfach die grosse Welle reiten. Also, Klimapolitik ist in der DNA von der SP und leider haben wir einfach das Wort Grün nicht in unserem Namen. Vielleicht müssten wir fusionieren? Ja, oder den Namen ändern. Sozialdemokratische Grüne Partei oder so. Und eben fusionieren mit? Ich meine, wenn man so übereinstimmt. Ja, das ist natürlich nachher immer die Frage. Dann könnte andere Partei auch noch fusionieren. GLP Welche? Und die FDP auch zum Beispiel. Nein. Oder die FDP und die SVP so fusionieren. Es gibt ja x Leute, die übergesprungen sind. Oder? Das ist so. Aber der Bigler zum Beispiel war FDP. Hans-Uli Bigler, genau. Genau, und ist jetzt SVP. Also das heisst, da gibt's also, es gibt ein paar FDPler, die problemlos in der SVP sein könnten und umgekehrt. Ja. Aber am Schluss ist ja für den Wähler dann halt wirklich schwierig. Welche Liste nehme ich denn? Und da gibt's eine Studie, denke ich, Uni Zürich hat letzten Herbst, dass irgendwie das Wählerpotenzial von der SP ist 70% im Lager von der Grünen und umgekehrt, oder? Genau. Das also ist so können wir da nicht
vorwärts. Nein, aber das ist so. Und das ist, wie gesagt, ist bei den bürgerlichen Parteien ein bisschen ähnlich, auch bei der Mittepartei ist es ein bisschen ähnlich. Es ist so, wenn wir verlieren, verlieren wir primär zu den Grünen oder zu den Grünen-Liberalen. Und umgekehrt, wenn wir gewinnen, das ist auch schon passiert. Also die Grünen haben ja einfach die Liftbewegung, oder? Also die Grünen sind schon... Seitdem sie auf der Welt bin, sozusagen, als Bundesratskandidatin und Kandidaten, gehandelt und worden. Und treten also, doch, aber nachher haben sie plötzlich haben sie wieder so wenig sitzen, oder? Das, also, das ist jetzt wirklich ein Auf und Ab. Also, wenn man die Wahlerfolge von der Grünen analysiert, dann geht's auf und ab und auf und ab. Und immer ein bisschen betrifft's natürlich uns. Du hast vorhin die Grünliberalen angesprochen. Jetzt, wenn man den Umfragen glauben darf, was man darf, aber nicht muss, dann ist es natürlich so, dass die Grünen-Liberalen eher gewinnen und die Grünen auch verlieren und die SP auch. Dann wäre es im Herbst wirklich so, dass der SP-Grün-Lager das würde schrumpfen. Also da gibt es x Untersuchungen, oder, wo das Stimmen hergeht. Du hast es gesagt. Also wenn wir verlieren gross, dann geht es primär zu den Grünen. Bei den Grünen-Liberalen und der SP gibt es ohne einen kleinen Fluss, aber der ist nicht so gross. Genau, ungefähr gleich gross wie bei der Mitte, also wenn ich das richtig erinnere. Ja. Aber dann ist ja gleich, könnte es nicht auch sein, dass eure Politik letztlich Leute, die jetzt vielleicht SP rechter Flügel wären, oder so ein bisschen, das klingt ein bisschen blöd, rechter Flügel oder SP finde ich immer, aber dass die Leute vielleicht eben abwandern zu den Grünen-Liberalen, dass sie dort ein Positionsproblem haben? Das ist noch spannend, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen eine Journalistengeschichte. Mir hat man schon gesagt, ich sei ein rechter SPler. Wenn man nachher das Wahlverhalten, es gibt ja immer so alle zwei Jahre, sieht man, dann sind wir alle SPlerinnen und SPler einfach auf einem Guffenknopf. Ausser der Josic. Ja. Nein, aber auch der ist nicht weit weg entfernt. Also die Streuung bei den Grünliberalen zum Beispiel, oder auch bei der Mittepartei, ist riesig. Und die SP will man immer so ein bisschen auseinanderdividieren und das gibt es einfach nicht. Also, oder die SPlerinnen oder SPler, da gehöre ich dazu, wir setzen uns ein für die Leute, die kleine Löhne haben, kleine Budget haben, wir setzen uns ein für den Mittelstand und das hast du wirklich, das hast du in der DNA, das hast du im Herz, das, und das tust du nicht plötzlich switchen. Also es gibt ja, es hat Leute gegeben, die geswitcht haben, in einer anderen Partei, und da hat man ja als zeitliche Angst gegeben, jetzt kommen recht viel, aber es sind ja wirklich nur wenige Einzufälle. Also es ist nicht ein Exodus da, sondern wer SP ist, der ist aus Überzeugung SP, und dann kämpfen die Leute mit kleinen Löhnen. Gut, es könnte ja bei den Wählern eine grössere Streuung geben, oder? Bei den Wählerinnen und Wählern von der SP, als jetzt bei den Mandatsträgern, das, oder? Ja, das ist klar. Also, aber ich kann jetzt so sagen, es gibt genug, also die SP ist genug breit aufgestützt, also dass man jetzt wir hier im Kanton Bern, wir haben SP-Frauenliste, wir haben eine Mannenliste, wir haben eine Juso-Liste, also wir sind extrem gut aufgestellt. Da komme ich dann sicher noch drauf, was mich jetzt noch wundern nimmt, das ist Themen angesprochen, oder? So die erste Medienmitteilung letzten Herbst, wo so eine Ankündigung war, ist der Slogan, wir machen uns stark für eine soziale Schweiz. Das habe ich das Gefühl, ja, das ist euch Ideen nah. Aber dann kommen lauter Vorschläge, wo man einfach irgendjemandem Geld gibt. Ist denn das? Das finde ich, habe ich beim Lesen das Gefühl, das ist jetzt zu einfach. Sozialdemokratie ist mehr als einfach Geld verteilen an irgendwelche Gruppen. Also jetzt müssen wir die Medienmitteilung genau durchlesen. Das ist ein bisschen eine Plattitüde, die jetzt da... Das, in jedem zweiten E-Mail, den ich bekomme, ihr SPler verteilt das Geld und ihr wisst nicht, wo es herkommt. Oder? Also den Spruch, den kenne ich. Aber man muss genau anschauen oder man muss wissen, was jetzt läuft. Also Krankenkassenprämien steigen so enorm, haben sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Das tut dem Mittelstand oder den Leuten, die wenig Geld haben, tut das extrem weh. Und da kann jemand, der 200-300'000 Stutz verdient, schon sagen, ja, es ist noch Luft drin. Soll nicht jammern. Das ist einfach nicht so. Mhm. Oder jetzt Mieten, die Strompreise gehen rauf. Und das spürt einfach ein Haushalt. Also eine Familie. Mittelstandsfamilie. Oder auch eine Familie, die nicht ein grosses Budget hat. Ich hätte einfach erwartet, weißt du, dass man noch schreibt, was man gegen Kostenentwicklung macht. Und nicht nur, also, Geld verteilen. Wir kämpfen auf breiter Front. AHV ist zum Beispiel das Thema. Jetzt, was haben wir gemacht? Das war ein Volksmehr, da muss ich nicht husten, das ist ganz klar, das muss man akzeptieren. Aber schlussendlich haben die Leute im Alter, es leben 200'000 Leute in der Schweiz in Armut, das musst du wissen. Und wir haben jetzt das Gegenteil gemacht für diese Leute. Also die müssen länger arbeiten und haben gleich viel oder sogar weniger Geld. Dann hat man uns gesagt, der SPler hat man gesagt, auch im Wahlkampf, die Bürgerlichen, wir machen das nachher in der zweiten Säule, BVG. Und was hat der Ständerat sich auf den Tisch gelegt? Er hat ein Abbauprogramm für die Leute auf den Tisch gelegt, vor allem für Frauen,
für Teilzeitarbeitende. Also die machen Hingerzie mit der BVG. Die machen jetzt gerade zweimal Hingerzie mit AHV und BVG. Und das ist nicht der Plan. Und dort kämpfen wir dagegen. Das ist eigentlich unser Programm. Also dort ist die Lösung, sind natürlich Gesamtarbeitsverträge nach Branche. Und dann musst du nicht bis 67 und auch nicht bis 65 arbeiten, wie auf dem Bau zum Beispiel oder so. Das ist ja eure, soll ich sagen, auch eure DNA, oder? Und nicht ein, letztlich, ihr kämpft für eine 13. AHV-Rente, da könnte ich sagen, ja, das ist eine Rente, die vor allem gut situiert, eben nicht, macht doch etwas für die 200.000 und nicht für alle. Also wir kämpfen, wie gesagt, auf allen Fronten, oder? Jetzt, das ist ein Beispiel, wenn es eine 13. AHV-Rente gibt, also dann können die 200.000, die können profitieren. Für die macht es eben viel aus. Klar überkommt der Reich. Der Doppler hat, glaube ich, hier im Rat gesagt, auch ich als Millionär erhalte dann die 3 Cent der Rente. Das sehe ich auch ein. Aber das müssen, also die Leute, die eigentlich fast nur von der AHV leben im Alter und zu den 200.000 Ärmsten gehören in der Schweiz, also das ist klar, für die ist nachher das eben viel, wenn es eine 13. AHV-Rente gibt. In dieser Medienmitteilung war die Prämienentlastungsinitiative erwähnt, die Kita-Initiative und das dritte war die Klimafondsinitiative. Oder? Ja. Da habe ich einfach das Gefühl, okay, also ich habe es dann auch hier oben im Rat, muss schon noch mehr kommen, also nicht in die drei Projekte, die man ins Wahljahr gehen könnte. Ja, also Initiativen, also das sind jetzt unsere drei Initiativen, aber mit denen, das ist nicht unser Wahlkampf, die drei Initiativen, sondern Themen, Kaufkraft bei den Leuten, die es vorhin angetönt, steigende Krankenkassenprämien, wir haben steigende Lebensmittelpreise, wir haben steigende Strompreise und auch Mieten, oder? Und es gibt Leute, die von dem allem profitieren. Jetzt kommen langsam die Jahreszahlen von den grossen Energiekonzernen raus. Alle Rekordgewinn. Und wer zahlt es? Genau die Leute, die Mieterinnen und Mieter sind. Die gehören alle im Staat, die Energiefirmen. Ja, oder ehemals. Ja, nein, aber einfach, also, das tut mir weh. Irgendjemand, jetzt muss ich überlegen, BKW hat, glaube ich, Milliarden gewonnen, wenn ich nicht täusche. Genau. Und ich meine jetzt einfach, irgendjemand zahlt ja das. Immer wenn grosse Firmen, grosse Industriezweige Milliarden gewinnen ausweisen, immer wenn ich höre, wie viel das CEOs von diesen grossen, gewinnorientierte Firmen, wie viel das die überkommen pro Jahr, x Millionen, tut mir das weh, weil es ist klar, wer es zahlt. Es zahlt die Bürgerinnen und Bürger, es zahlt die und der, die jeden Tag gegen arbeiten. Aber der, also meine, der Kanton Bern hat seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, hat er eine der höchsten Strompreise. Und ich meine, ja, man könnte der BKW das auch befehlen, dass sie weniger, dass sie günstiger Strom anbietet. Also, die höchsten Strompreise im Moment sind von den Privaten, das ist so, die ja, umgestiegen sind. Aber und zwar, also das muss man jetzt einfach klar sagen, die staatlichen Firmen, die haben auch eine Schwankung drin. Aber die teuren, die jetzt 30 oder sogar 50 Mal mehr für den Strom verlangen, also das sind privat. Ja, aber der Gewinn bei der BKW, der kommt, dass wir zu viel zahlen. Kommt vom Stromhandel, also ich tue das überhaupt nicht unterstützen, das ist das, was ich kritisiere. Ja. Also ein Milliardengewinn, beziehungsweise auch Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte, aber auch CEOs, die wirklich siebenstellig einstreichen, das tut mir weh als SPler. Und dann könnte man auch sagen, es ist die Energiepolitik, die natürlich teuer ist. Also ich meine, die Preissteigerungen sind wesentlich auch höhere Netzabgaben, höhere Sonstabgaben und so. Du kannst dir vorstellen, dass ich kein Freund bin von Marktliberalisierung. Und wir haben x Länder gesehen, wo der Strommarkt ist liberalisiert worden. Ich als Journalist mal im Sinne Amerika, Bundesstaaten, ich glaube, im Westen haben als erstes angefangen und im Sommer ist einfach mal das ganze Stromnetz zusammengefallen, weil alles ist liberalisiert gewesen. Und die Liberalisierung in solchen Bereichen, wo es um Service Public geht, Strom ist Service Public, dass ich morgen aufstehen kann und das Licht anzünden, ist ein Service Public, dass man dort liberalisiert und alles dem Markt unterordnet, finde ich einfach super schlimm. Ich habe nicht von Liberalisierung geredet, sondern von dieser Strompolitik, weißt du, wo mehr Investitionen ins Netz braucht, in Milliardenhöhe, weil das Netz schwankt, plötzlich mit den neuen Erneuerbaren, wo unglaubliche Investitionen braucht in grosse Kraftwerke bald, jetzt in das Ölkraftwerk im Moment, oder? Aber das sind nicht die 40 Franken, jetzt können wir nicht bringen, wir zahlen. Doris Leute hat gesagt, 40 Franken kostet das pro Familie und Jahr. Jo. Also es ist einfach jetzt so, der Bruno Storni, der ist ein Kollege, SP-Kollege aus dem Tessin, der hat jetzt gerade einen Vorstoß eingereicht, weil er gesagt hat, es kann nicht sein, dass unsere Firmen, die uns gehören, wir am Schluss müssen, die Milliarden gewinnen, wir müssen noch sozusagen unser Zeug abkaufen oder ihnen Geld geben, dass sie uns den Strom machen. Ja.
Und warum haben sie keinen Strom im Winter? Warum sind die Staus nicht voll? Weil sie mit dem Handel sehr viel Geld verdienen. Das ist ein Fakt. Und das hat mit der Marktliberalisierung zu tun. Auch wenn du nicht über die Marktliberalisierung reden. Wir können schon über die Marktliberalisierung braucht es ja vor allem dann, wenn wir ein Stromabkommen wollen, wo ihr unbedingt wollt. Also bei jetzt du selber weiss ich nicht, aber so ein bisschen der Erik Nussbaumer und euch Europaflügel, oder? Ja, ja. Also das ist gut, dass du das sagst, ja. Dort haben wir schon noch Differenzen. Dort gibt es noch Differenzen, ja. Aber das müssen wir vielleicht ein anderes Mal noch besprechen. Die Europa-Diskussion. Ja, die gut. Führe ich sowieso hat hier nicht Platz. Wir können schon, kein Problem. Ja, ja, keine Angst. Weil ich meine, weisst du, dort habe ich mehr das Gefühl, das Thema ist vorbei. Natürlich. Also wir können ja über die Realitäten reden. Ja. Also wir müssen nicht Abstimmung provozieren, ob man die EU will oder nicht. Ja, und jetzt auch irgendwie die junge Mitte, glaube ich, die sagt, man muss sofort Verhandlungen anfangen. Ja. Das kann man machen, wenn man weit weg ist vom Geschütz. Es wird ja immer unterschieden, Verhandlungen aufnehmen und EU beitreten oder bilaterale weiterverfolgen. Mhm. Und für mich ist Verhandlungen aufnehmen und EU beitreten ist für mich das Gleiche in der Kommunikation. Also, wenn man mit dem zu den Leuten rausgeht, sagen alle nein. Ja. Also müssen wir eigentlich, ja. Um das Handelabkommen 2.0 wird es auch nicht so schnell gehen. Also einfach, dass es hier klar ist, wenn es nicht allen klar ist, ich bin klar für einen bilateralen Weg. Auch wenn Brüssel den gar nicht mehr will? Doch, Brüssel will nicht, mit einem Rahmenabkommen. Ja, und mit einer politischen, juristischen Anbindung. Ja, ja. Und dort sind wir aber schon dran. Ja, es ist schwierig. Ja. Gut. dann aber die eine von denen, die letzte Initiative haben wir schon angetönt, die Klimafonds-Initiativen, oder? Aber dort haben natürlich wirklich das Problem. Das machen wir mit den Grünen zusammen. Dort könnt ihr euch nicht unterscheiden. Müsst ihr nicht irgendwo ein Projekt haben, das euch unterscheidet von den Grünen, muss ich wirklich sagen. Wir das, sie dort. Also, wenn ich sage, wir sind deckungsgleich im Parlament mit den Grünen 95%, dann kann ich sagen, wir sind punkto Umwelt, sind wir 100% deckungsgleich. Da haben wir keine Differenzen. Und darum wäre es ja komisch, wenn jetzt die Grünen würden irgendeine Initiative starten, die SP würde Initiative starten und beide machen etwas für die Galerie. Mhm. Also das ist zu durchsichtig. Also was die Umweltpolitik anbelangt, müssen wir mit den Grünen zusammenarbeiten, auch mit den Grünen-Liberalen, auch mit der Mitte zusammenarbeiten und sogar die halbe FDP ist mit dabei. Mhm. Aber wenn die SP ja für die Leute ist, die nicht viel verdienen in diesem Land, dann könntet ihr speziell euch profilieren, indem ihr sozialverträgliche Klima- und Energiepolitik entwerft. Und das, was wir jetzt machen, ist nicht sozialverträglich. Also, wo wohnen die Leute, die eben nicht ein grosses Budget, die wohnen in Mietwohnungen. Mhm. Und das heisst, wir müssen Mieten senken, wir müssen gemeinnützigen Wohnungsbau fördern, wir müssen den Leuten sagen, wir haben hier eine Wohnung, die nicht so viel kostet, wie die auf dem freien Markt sind. Das ist unser Ziel. So können wir den Leuten helfen. Und das ist klar, das ist unser Programm, auch für das Jahr. Aber je mehr... Tiefere Mieten. Okay. Die Frage ist, wie man das macht, so dass nicht niemand mehr in Wohnungen investiert. Oder? Nein, nein. Also für uns ist das Motto ja Jacqueline Badran, die tingelt da durch die ganze Schweiz gegen jede Gemeinde. Ich erkläre, dass die Gemeinden ihre Häuser und ihre Wohnblöcke und ihre Immobilien nicht dürfen verkaufen, weil Immobilien in der heutigen Zeit, wo die Leute drin wohnen können, das ist gut. Das macht sie super. Und nicht zuletzt auch dank ihr haben ganz viele Gemeinden, ganz viele Städte ihren Plan, was der Wohnungsbau anbelangt, verändert oder sogar geswitcht. Also anstatt, dass man für ein bisschen das Budget schöne irgendwelche Immobilien verkauft, behaltet man die Immobilien und gibt es den Leuten, die nicht so ein grosses Budget haben. Und dann muss man sie energetisch sanieren und eine Wärmepumpe einbauen? Das ist ja so. Oder, aber dann sind die Kosten, dann steigen die Mieten. Ja, aber nein, Wärmepumpe muss ich jetzt nicht erklären. Eine Wärmepumpe, irgendwann ist rentiert die. Ist klar, am Anfang ist es eine Investition. Mhm. Aber dann tut halt die Stadt investieren in ihre Immobilien. Also muss ich dich halt gleich fragen, auch wenn du sagst, es sei plakativ, woher kommt das Geld? Ich meine, die SP, für mich so ein bisschen die alte SP, ich habe noch den Hubacher gut kennt bei der Basel-Zeitung, der hat immer gesagt, ich bin mir bewusst, woher das Geld kommt. Und ja, die SP hat immer auch dafür geschaut, dass der Staat genug Geld hat, dass es der Wirtschaft gut geht, dass auch genug Steuern reinkommen, nur dann kannst du verteilen. Also, ich sage dir jetzt etwas, du hockst hier mit einem SPler, der in verschiedenen Verbänden Präsident ist oder Vereinen Präsident ist. Und bei jedem Verband, auch solche, die ich in der roten Zahl übernommen habe, schreibe ich heute schwarze Zahlen und mache Rückstellungen. Also ich kann mit dem Geld umgehen und ich weiss, woher das Geld kommt. Und es ist klar, eine Investition muss sich längerfristig rentieren.
Mhm. Also, du hast vorhin das Beispiel gebracht. Mhm. Alternativenergien bei stadteigenen Häusern müssen sich längerfristig mhm. rendieren. Man kann nicht irgendwie Solarpanels auf das Dach tun oder Sonden in den Boden tun, die schlussendlich mhm. nach 20 Jahren wieder raus müssen. Dann hat man ein Defizit von einer mhm. Million. Das geht nicht. Und das muss auch jeder Einfamilienhäuslibesitzer muss das überlegen, wie tun ich heizen, was rendiert. Mhm. Also, der Einfamilienhäuslibesitzer, der kann man nur über das Geld holen. Aber dort kann man noch holen. Und es muss rendieren. Es gibt andere Beispiele, zum Beispiel Weiterbildung in der Sozialhilfe. Das rendiert, wenn man das richtig macht. Also, wenn man die Leute aus der Sozialhilfe rausnehmen, am Anfang frage ich immer auch, ja, aber das kostet ja etwas. Aber wenn man denen keine Sozialhilfe mehr muss zahlen und wieder in die Arbeitsleben integriert, dann rendiert es eben auf einen Kanton, für Gemeinde und für den Bund. Bei der Energie ist und beim Wohnen ist ja wirklich die Frage, ob es, also es rentiert ja an sich nur, wenn es hoch subventioniert ist. Oder auch bei denen, Solarprojekte in den Bergen oder so? Nicht unbedingt. Also, man kann das so als Anstossfinanzierung anschauen. Mhm. Also, wir haben das. Mhm. Also, wir haben Sachen, wo Anstoss, ja, also, bei der Kita ist es zum Beispiel so. Kita-Initiative bei uns jetzt. Mhm. Oder das, was wir im Moment gerade in der Wissenschaft, Bildung und Kulturkommission mhm. jetzt besprechen, im Frühling in die Session kommt. Dort geht es darum, das ist eine Anfangsinvestition. Man muss die Kita-Plätze finanzieren. Aber nachher gehen mehr Leute arbeiten. Nein, haben wir unseren Fachkräftemangel, mhm. haben wir nachher das Problem immer gelöst. Es gibt mehr Steuern von den Leuten, die mehr arbeiten. Mhm. Also, das ist nicht einfach immer nur Geld ausgeben. Ich unterstütze wirklich primär Projekte, die längerfristig schwarze Zahlen bringen. Dann müsste aber gerade bei der Kita das so ausgestaltet sein, dass wirklich die Leute dann auch mehr gehen arbeiten. Logisch. Und nicht nur Leute profitieren, die mehr Freizeit haben. Das ist im du musst jetzt mit dem Gesetz so befassen. Ja. Im Artikel 4 ist das schwarz auf weiß geschrieben. Das Gesetz ist da, dass die Leute mehr gehen arbeiten. Ja. Die Grünliberalen sagen, das sei ihre Idee gewesen. Ja, früher, als ich bin da ins Bundeshaus kam, vor 12 Jahren, hat es erst Mitte gesagt, es ist unsere Idee, dann hat die SP gesagt, und wir haben gegenseitigen Angst Zeug abgeschossen. Jetzt ist der Arbeitgeberverband dabei, jetzt ist die Mitte-Partei dabei, es sind alle Parteien, es ist sogar die halbe FDP dabei, also FDP-Frauen sind dabei. Also jetzt sind wir breit aufgestellt und ich helfe überhaupt nicht mit, zu sagen, das war unsere Idee gewesen oder so. Gut. Jetzt sind wir so viel im Boot und dort steht niemand mehr aus. Jetzt müssen alle rudern. Genau. Einfach noch finanzpolitisch ein letzter Punkt. Ich meine, jetzt haben wir eine neue Finanzministerin und es sieht nicht gut aus. Und wie kann man denn, noch eins, wie kann man in ein Wahljahr gehen und mit einem Plan, der einfach mehr Geld ausgibt, wo man gar nicht hat? Nein, aber jetzt tust du es wieder, jetzt habe ich es so gut erklärt. Jetzt kommst du wieder mit dem. Es regt mich gerade auf. Es sind Milliarden. Nein. Also, übrigens, ich wäre sehr gerne Finanzminister. Egal, ob auf kommunaler oder auf kantonaler. Weil dort oder ist auf Bundesebene musst du einfach Schwarznasenchef zugehören. Nein. Dann wirst du einfach, kommst du ins Justizdepartement. Oder in Umweltverkehr, Energie. Ja. Genau. Nein. Also, Kommunikation ist ja einfach. Vom Finanzminister und vom Finanzminister. Wir haben kein Geld. Das ist die einzige Kommunikation, die du machen musst. Du musst den Politikerinnen und Politikern sagen, du musst den Leuten sagen, du musst der Industrie, du musst einfach sagen, wir haben kein Geld. Du musst es allen sagen. Und am Schluss tust du eine schwarze Null oder ein paar Millionen kantonal, ein paar hundert Millionen oder ein paar Milliarden auf Bundesebene plus schwarze Zahlen präsentieren. Ja. X-mal passiert, aber du bist etwa gleich lang Journalist wie ich war. Was ich eins haben müssen sagen, einen Beitrag anmoderieren oder Beiträge machen von minus 5 Milliarden auf plus 5 Milliarden. Also ich würde sagen, ja. Und vorher hat man gespart. Aber es gibt eine schwarze Null. Und ja, ich begrüsse das. Mhm. Also schlussendlich, ich habe gesagt, von meinen Verbänden und Vereinen, ich tue ein ähnlich arbeiten, ich tue sehr haushälterisch mit dem Geld umgehen, ich habe Rückstellungen überall, ich habe jedes Jahr eine schwarze Null oder leicht im Plus und so, und das ist mein Plan. Haushälterisch, das hoffen wir, dass Frau Keller-Sutter zulässt und dann mehr auf die Finger holt, wenn ich das Geld Nein, ich meine, die Unterscheidung, die du machst zwischen den Investitionen und Ausgaben, das ist bekannt und das ist auch gut, oder? Es ist dann einfach, ich erlebe da oben halt oft,
dass man dann die Unterscheidung ein bisschen verwischt, wenn es dann, oder je nachdem, wie nahe dir ein Anliegen steht, sagt man, das ist also eine Investition, das ist ja keine Ausgabe. Das weisst du auch, das ist keine exakte Wissenschaft. Oder die berühmten Anschubfinanzierungen, die x-mal verlängert werden. Nein, zum das ist ja so. Ja. Aber man muss ja auch immer zuerst schauen, das sind recht grosse Projekte, das sind alles neue Projekte, man muss schauen, funktionieren die in diesem Land. Und Teil funktionieren super und Teil funktionieren halt vielleicht erst nach 10 Jahren, 15 Jahren. Gehen wir zum zweiten Thema, das ist ein bisschen aufgefallen über Weihnachten Neujahr. Eine Volksinitiative von Operation Libero, von der Aktion Drei Viertel, heisst es, glaube ich, oder Vier Viertel? Vier Viertel. Vier Viertel, Entschuldigung. es ist ja nicht so ein deskriptiver Name, vielleicht kannst du mir noch erklären, warum es Vier Viertel heisst. Keine Ahnung. Eben, siehst du. Gut, dann bin ich froh. Aber auch von der SP? Es gibt einfach ein Ganzes. Es gibt ein Ganzes, ja. Genau. Also ich meine, das, warum sagt, nennen die sich nicht... Ganz Schweizer, oder? Es ist das ist gut. Ja. Vielleicht wegen dem. Die sollten Journalisten oder Ex-Journalisten fragen, wie man politische Pressure Groups benannt. Ja. Können jederzeit Beratungsleistungen von Matthias Ebbister und mir in Anspruch nehmen. Okay. Nein, es geht darum, es gibt eine Volksinitiative, die will eigentlich eine weitere, wir haben schon zwei oder drei in den letzten 20 Jahren erleichterte Einbürgerungsvorlagen gehabt und auch durchgebracht, eine weitere machen, die insbesondere für die zweite und dritte Generation die Bürger erleichtert. Und ja, ich habe es ein bisschen aufgesetzt gefunden, weil jetzt die SP hat das Justizdepartement übernommen und jetzt geht man voll in die Richtung. Ja, haben wir wirklich ein Problem? Haben wir wirklich ein Problem mit der Einbürgerung? Also, seien wir ehrlich. Also, dass wir so ein Theater machen in der Schweiz von Leuten, die in der Schweiz geboren sind, die in der Schweiz die Schule gemacht haben, die die Sprache perfekt beherrschen, besser als du und ich, die arbeiten und Steuern zahlen, dass die ein riesen Tamtam müssen machen und viel Geld in die Finger nehmen, dass sie hier in der Schweiz einbürgern können. Das geht mir nicht in den Kopf. Also ein riesen Tamtam, wir haben es schon mehrfach erleichtert. Nein, aber es ist einfach nach wie vor eine riesen Bürde. Und jetzt muss ich noch sagen, das ist auch eine erzielte Initiative. Oder auf den Text gibt es noch nicht. Ja, also ich habe es nur von der Zeitung. Ja. Also, aber schlussendlich geht es darum, es darf keine Willkür mehr geben. Es darf auch nicht Schikane geben. Es kann nicht sein, dass ein paar auf Gemeinsebene das Gefühl haben, so, jetzt zeigen wir es denen mal, die Bürger wir jetzt nicht ein. Also, das ich hatte ein paar Müsterli. Die Müsterli hast du auch gelesen, aber die erzählen mir jetzt, dass es die Leute auch noch einmal hören. Die Art hat jemand müssen sagen, in welches Tier das im gleichen Gehege im Tierpark ist, wo der Bär. Und hat es nicht gewusst. Ja, aber ist nicht wegen dem nicht eingebürgert worden. Weißt du welches? Nein. Du wärst auch nicht eingebürgert worden. Es ist der Wolf. Der Wolf ist im gleichen Gehege wie der Bär. Der hat es nicht gewusst. Er hat auch noch ein Geschäft, wo er ausserhalb vom Kanton Geld verdient. Das haben sie auch nicht gut gefunden. Das sind die zwei Punkte. Ja. Und nachher hat's, oder in der Ostschweizer Gemeinde hat einer müssen die vier Beizen vom Dorf aufzählen. Und hat nicht alle aufzählen können. Und einer hat müssen sagen, wie viele Einwohner das Nachbarsgemeinde hat und hat es auch nicht gewusst. Aber ihr habt ja so ein Verfahren, ein administratives Verfahren wollen. Vorher hat es einfach eine Volksabstimmung gegeben. Das gibt es eigentlich nur in den wenigsten Gemeinden, gibt es noch, aber es ist nur noch pro forma. Das ist noch schlimmer gewesen. Oder? Also das hast du sogar du schlimm gefunden, oder? Ja, ich schlussendlich, die Leute sagen, der heisst Milovic. Milovic wird nicht einbürgern. Ich habe es nicht so schlimm gefunden. Ich habe es nur eines wirklich schlimm gefunden, wo ich ein Auslandsstudienjahr gemacht habe, also wo ich in Innsbruck in einer Studentenbar gehockt bin, und entschieden habe, ob jemand eingebürgert wird oder nicht, dann ist es mir ein bisschen komisch vorgekommen, weil ich ja irgendwie im Ausland hocke. Und ehrlich gesagt, meine Studienkollegen haben gesagt, was machst du da? Also muss ich zugeben, das ist ein bisschen komisch gewesen, oder? Aber ich meine, und es gibt, das Entscheidende ist, also seit 15 Jahren gibt es ein Beschwerdeverfahren. Darum, es gibt möglicherweise Schikanereien Maxi Ausnahmefälle geben. Aber wegen dem wird niemand nicht einbürgert. Ich wollte eine Vereinheitlichung. Es ist klar, und da sind wir wahrscheinlich gleicher Meinung, die Einbürgerung muss sich an der Integrationsleistung orientieren. Sind wir uns einig, oder? Ja, also, aber dann, wenn sich jemand integriert, wenn jemand die Sprache lernt. Aber der SP will etwas anderes. Nein, aber das ist mein Ziel, das ist ganz klar. Ja. Aber es kann nicht sein, dass plötzlich so banale Fragen, wie ich vorhin erwähnt habe, nachher entscheiden. Und das ist leider einfach noch so. Es ist Willkür und es ist Schikane. Und das kann es nicht sein. Also wir müssen vereinheitlichen. Es ist ja so, dass die Kantone, ich glaube, Aargau und Luzern sagen,
die Person, die eingebürgert werden muss, 5 Jahre in unserem Kanton sein. In Bern sind es 2 Jahre. Also ist es gerade ein Zufall, wo du gerade bist. Es sind einmal 12 Jahre. Nein, aber es kann doch nicht sein. Also, das ist ein Flickwerk. Und dort haben wir schon Optimierungspotenzial. Ja, das ist halt ein bisschen Föderalismus. Aber es ist klar, der Wille von der Integration muss da sein. Ja. Da bin ich auch strikt. Dann bist du aber eben gegen ein Jus Soli. Also, das Geburtsprinzip, dass jemand, der in der Schweiz geboren ist, automatisch Schweizer wird. Also, so wie es die Amerikaner haben. Ja, also, ja, nein, das finde ich. Aber ihre, das Beispiel, das ich vorhin gebracht habe, das ist jemand, der in der Schweiz geboren ist, die Schule macht, eine Lehre macht. Ja, du hast alles, ja, nicht nur also das ist, also die soll eingebürgert werden. Es kann nicht sein, dass die nachher noch riesen Hürden, es sind einfach grosse Hürden. Ich habe ein paar Leute jetzt wieder aktuell begleitet, die perfekt Schweizerdeutsch reden, weil gesagt, sie jemand hat aufgehört, weil gesagt, das ist nicht zu blöd. Wie würdest denn du das, wenn du sagst, eben, es ist letztlich der Akt der Integration, wie würdest denn du das, ja, ich sage jetzt, untersuchen oder feststellen? Ja, die Sprache ist natürlich, also ist da. Mhm. Und es gibt ein paar objektive Kriterien, die man überall gleich machen kann. Also ich habe Mindestaufenthaltsdauer im Kanton. Das tut mich am Anfang gleich. Es kann nicht sein, dass ich habe nicht alle Kantone im Gehirn. Ja, ja. Ich weiss einfach, dass es grosse Unterschiede gibt. Und eins darf man nicht vergessen, oder? Vor gut 100 Jahren sind die Schweizer Innen und die Schweizer Wirtschaftsflüchtlinge gewesen. Weil man hier keinen Job hatte und keinen Lohn hatte und fast am Verhungern waren, sind alle auf Amerika und auf Kanada. Und jetzt kommen halt Leute zu uns arbeiten. Und erst nach dem Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man die Hürden plötzlich aufgetan. Vor 100 Jahren hat man die Leute noch fast zwangseinbürgern. Doch, das war ja so gewesen. Nein, das war wirklich so gewesen. Dann hat man geswitcht und gesagt, jetzt machen wir es strenger. Also, wir haben nachher von 5% Leute ohne Schweizer Pass in der Schweiz vor etwa 100 Jahren, ist man nachher auf die 25%. Ja gut, man hat einen höheren Anteil heute, das ist so. Ja, das ist so. Ja. Aber man hat, weil man die Hürden aufgetan hat. Aber man vergisst einfach schnell, dass vor 100 Jahren sind die Schweizerinnen und Schweizer in andere Länder gegangen. Gut, aber sie jetzt wenig Jobs hatten. Aber du wolltest nicht Kanada damals mit der Schweiz heute vergleichen? Rein was Bevölkerungsdichte nein, und so. Nein, aber ich wollte nur ein bisschen sagen, manchmal haben wir das Gefühl, wir suchen es hier im Speck und alle wollen uns den Speck wegnehmen. Das ist einfach nicht so. Vor 100 Jahren ist es noch anders. Aber wir haben doppelt so viele Einbürger wie vor 20 Jahren. Rund. Oder? Das ist 20 so, ja. Jetzt haben wir rund 40. Ja, aber jetzt muss ich auch ein bisschen sagen, also wenn wir die 25% Leute, die keinen Schweizer Pass haben, wenn all die, die ich vorhin als Beispiel gebracht habe, wenn wir die einbürgern, dann werden wir noch mehr Einbürgerungen haben. Also ich finde klar, man kann die Leute, die eigentlich Schweiz, einer von meinen besten Schulkollegen ist ein Secondo aus Italien. Der ist fast ein bünzliger Schweizer als ich. Das sind manchmal. Er regt mich manchmal auf. Ich sage, Gott, erzähl ich, was ist aus dir geworden? Du bist ja schlimmer als ein bünzlig Schweizer. Dann lachen wir alle zusammen, oder? Und ich meine, dem sein Vater hat sich gar nicht einbürgern wollen. Also, dass du sagst es jetzt, da bin ich eben überzeugt. Die die Initiative gestartet haben, haben gesagt, die Leute sind ausgeschlossen von unserem politischen System. Und das, finde ich, ist eine Fehldarstellung. Es ist Ihr Entscheid, ob Sie das machen oder nicht. Der Initiativtext gibt es ja noch nicht. Ja. Ich wollte den lesen. Also für mich gibt es 2 Sachen. Im Prinzip unterstütze ich natürlich die Richtung von dieser Einbürgerungsinitiative. Also der geht es darum, dass es keine Schikane mehr gibt, dass man die Willkür ausschließt, dass es eine Vereinheitlichung gibt, dass es klare Kriterien gibt. Die Integration steht aber nach wie vor zuoberst. Ich hoffe einfach, die Initiative hat nachher nicht irgendein Killer-Kriterium drin für Leute. Irgendwo in der Zeitung habe ich gelesen, dass man schon nach 4 Jahren ein Gesuch stellen kann. Das wäre sehr, sehr wenig. Und dann könnte man eigentlich sagen, dann wäre es eine Totgeburt. Oder so etwas kommt im Volk nicht durch. Aber ich hoffe, dass der Text sehr gut formuliert wird. Ich habe noch ein anderes Argument dagegen. Und zwar, man schafft natürlich sehr viele Doppelbürger. Und das finde ich ein bisschen problematisch. Du hast dann Leute, die an 2 Orten demokratische Mitbestimmung haben. Und du hast noch andere Leute, die nur an einem Ort sind. Das ist eine komische Zweiklassendemokratie. Das ist eine Diskussion, die ich irgendwie seit 30 Jahren immer halb führe, aber ich habe mich noch nie richtig darum gekümmert. Und ich glaube, es ändert auch immer wieder. Ich glaube, die Schweiz hat mit verschiedenen Ländern ein Abkommen, wo das nicht geht. Mit verschiedenen Ländern hat sie ein Abkommen, wo das geht. Und es wechselt immer wieder. Also mit den meisten ist es natürlich so, dass sie dann auch weiter noch, also vor allem mit den europäischen Ländern. Ja, aber es gibt auch Länder, wo man es nicht kann. Mhm. Also ich habe da die Übersicht nicht. Also es ist nicht ein Spezialgebiet von mir, muss ich sagen. Gut, sind wir gespannt auf den Initiativtext, sind wir gespannt aufs Wahljahr. Matthias Ebischer, merci vielmals für den Besuch und Diskussion.
guten Start des Jahres und ein anderes Mal. Ja, merci vielmals. Wenn euch das Video gefallen hat, die Themen interessant gefunden habt, dann schreibt das in den Kommentaren unten dran, drückt den Daumen nach oben, den Kanal abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Das ist wahnsinnig viel Zeug, das man schon Anfang Jahr muss erledigen auf dem Nebelspalter-Kanal von YouTube. Und dann kommen da immer eine Nachricht über, wenn wir ein neues Video aufladen. Merci vielmals fürs Zuschauen und eine gute Zeit.